Ey ho Freunde, was geht ab? Mein Name ist Anonymex und herzlich willkommen und zwar zu einem neuen Commentary hier auf meinem Kanal. Und ja, im Hintergrund seht ihr, Black Ops 3 ist wiederum ein Live-Commentary. Sprich, das was ich jetzt hier zocke, ist alles live verspielt, genauso wie beim... Oh, der hat mich erschrocken. ist ein Live-Commentary, genauso wie beim letzten Video. Und ist auch soweit meine erste Runde. Übrigens bin ich immer noch Level 18, also ich habe auch seit der letzten Aufnahme nicht gezockt. Drohne nähert sich. Ja. Und generell, was ich mal heute erzählen wollte, ist, letztens ich war im Bus und zwar auf dem Weg zur Arbeit. Und was mir da passiert ist, fand ich irgendwie witzig, aber auch irgendwie tragisch, beziehungsweise ja, komisch. Und zwar habe ich mich ganz normal in den Bus reingesetzt, habe Musik gehört. So, immer ein bisschen abschalten vor der Arbeit, dies, das, jenes, wie man es generell kennt. Und ja, da saßen generell auch zwei Weiber. Die waren, wie es aussieht oder aussah, beste Freundinnen. Also die haben die ganze Zeit rumgealbert, wie zum Beispiel bei jeder verflixten Haltestelle Stopp drücken. Heißt halt eben, dass der Bus auch irgendwann mal natürlich ein bisschen verzieht. Feind am Boden. Und ich bin auch fast zu spät zur Arbeit gekommen, wohlgemerkt, deswegen. Und irgendwann ist auch so ein Typ eingestiegen, hat sich ja, zwei Sitze neben den Weibern hingesetzt und hat halt eben auch ganz normal Musik gehört. Also nichts Besonderes. Im Prinzip alles so, wie man es kennt. Wohlgemerkt, die beiden Mädchen waren ungefähr 12, 13 Jahre alt, also die sahen wirklich sehr, sehr jung aus. Und da dachte ich mir so, komm, ich werde da jetzt nichts gegen sagen, dass es dem mal deren Spaß haben. Und diesen Typen da, der da sich neu hingesetzt hat, den hat das wirklich extrem gestört, dass die ganze Zeit so rumgealbert haben, so laut waren, die ganze Zeit diesen Stopp-Button gedrückt haben. Und daraufhin hat er die ganze Zeit so rüber geschaut. Sprich mit so einem Killerblick, so, als würde er sich gerade so denken, entweder hört ihr auf zu drücken oder ich kill euch. Und daraufhin hat irgendeiner der beiden Frauen, oder Weibern sage ich jetzt mal, das bemerkt und hat zu ihrer Freundin gesagt, ey, ich nenne die einfach mal Shanti, ey Shanti, diese Missgeburt guckt uns die ganze Zeit an, ich glaube, der möchte, dass wir aufhören. Die daraufhin, ach komm, lass die Missgeburt doch schauen, ne? Ey, da dachte ich mir so, wie alt sind die? 12? Die nennen einfach mal so eine erwachsene Person Missgeburt. Was sind das denn für Kröcken in dem Sinne? Sie haben uns fertig und das gemacht. Schlimmste war, diese Person, die angeschaut hat, so mit dem Killerblick, das war ich. Ja. Ich habe mich hingesetzt, die beiden Mädels haben dort die ganze Zeit rumgealbert und ich habe dort immer rumgeguckt, weil ich musste halt eben, wie gesagt, zur Arbeit und mich hat es wirklich extrem gestört. Daraufhin habe ich auch nichts gesagt, weil wie gesagt, ich habe die einfach machen lassen, komm. Ich habe ja eh Zeit, nach dem Sinne. Und das eine Mädchen hat das bemerkt, hat zu der anderen gesagt, so, hey, diese Missgeburt, dies, das, jenes. Ey, als ich das gehört habe, ich bin beinahe ausgetickt, ne? Ich habe meinen linken Kopfhörer abgenommen und habe gesagt, so, Missgeburt. Daraufhin, ey, deren Gesichtern von denen. Das war wirklich legendär, also ich musste mir quasi das Lachen verkneifen, ne? Weil, wie gesagt, die waren so 12, 13, 14 Jahre alt, nicht wirklich viel Erfahrung gehabt und dann wirklich mich so zu nennen, das hat mir gar nicht gepasst, hab gesagt, so Missgeburt, so erstmal gar nicht, mit eurem Alter, boah, da ist mir wirklich beinahe mein Handy aus der Hand gefallen. Nächste Runde. Und generell, was ich darauf ansprechen wollte, ist, dass die Jugend von heutzutage immer, ja, wie soll ich sagen, aggressiver, ja, jetzt nicht unbedingt aggressiver, aber respektloser wird. Und, das hat mich, wie gesagt, extrem gestört. Oh, das war knapp. Hahaha, du Wichser. Ups. Wichser hat er gesagt, Wichser. Oh. Ah, schade. Ich bin ja Level 19. EZ. EZ an mich selbst.
Und ja, was ich noch einmal ansprechen wollte, was ich glaube ich im letzten Video nicht genug angesprochen habe, nach dem Sinne, ist wegen der Steam-Gruppe, was ich da nochmal vorhatte. Da wurde ich nochmal in der Schule gefragt. Und zwar, wie man bei bestimmten Events oder Mods mitmachen kann. Und zwar, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link. Und zwar führt dieser Link zu meiner Steam-Gruppe. Und dort werden halt eben bestimmte Events angekündigt, wie zum Beispiel, ja, Leute, kommt hier auf diesen Teamspeak, Anonymic sagt, oder irgendwie sowas mit Aufnahme. Und da habe ich natürlich einen Teamspeak parat, der ist diesmal auch mal unten in der Videobeschreibung. Wird gesponsert von B-Sports. Und... Ah, komm. Nein, nein, nein. Na, komm. Na, komm raus. Na, da bin ich. Oh, 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 diese Lags, diese Lags, diese Lags. Leute, schaut euch diesen beschissenen Ping an. Ha, ich beweg mich. Irgendwie. Ah, 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 alles klar. Alles klar. Ich hab nichts gesagt. Erledigt. Nicht mit mir, mein Freundchen. Ja, genau. Einfach in die Steam-Gruppe reinjoinen. Die ist öffentlich. Sprich, jeder kann rein, der will. Eventuell ein paar Freunde einladen, damit auch bei Events die Lobby schön voll wird. Und dann gibt es generell erstmal eine kleine Erklärung. Also, keine Sorge. Wenn ihr im Teamspeak seid, werde ich euch nicht beißen. Lichtpuls aufgeladen. Oh, 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 oh. Ziel gesichtet. Bedrohung. Ja, geil. Da gibt es nicht viel zu sagen. Okay, diese Spieler haben schon auf jeden Fall mehr Erfahrung als ich in meinem kompletten Black Ops 3 und 2 Leben. Und ja, was wollte ich noch ansprechen? Genau, und zwar, da ich ja momentan in Black Ops 3 nicht die Granate bin, sprich halt eben von meinen Punkten her, okay, jetzt bin ich momentan Platz 1, weshalb auch immer, wollte ich mal fragen, was ihr von der Idee haltet, mir ein paar Clips zuzusenden. Sprich zum Beispiel so ein kleines Gameplay, was ich im Hintergrund laufen lassen kann, wo ich zum Beispiel einen Commentary mache. Und ja, wenn ihr dazu Bock habt, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Dann werde ich es nochmal in einem anderen Video erklären, wie ihr mir das zusendet, wie ihr rankommt. Ey. Leute, guckt euch diese Scheiße an. Guckt euch diese Scheiße an. Das ist ja nicht mehr normal, ey. In Black Ops 2 war es ja schon extrem, aber hier. In der letzten Folge mit Noobtube jetzt auf einmal so ein extrem Schimmelcamper. Das geht zu weit. Das geht zu weit. Feindliche Blitzschlag-Zielerfassung aktiv. So, ich werde mich jetzt ein bisschen besser konzentrieren. Hab ihn gestoppt. Sonst das der Vlog, den ich angekündigt habe von meinem neuen Mikrofon und meinem neuen Equip generell. Das ist noch in Bearbeitung, beziehungsweise ich habe momentan meine Kamera meinem Kollegen ausgeliehen, der noch ein Video macht für seinen eigenen Bedarf. Ja, eigentlich. Ein Abschuss. Erledigt. Ah, schade, ey. Ich dachte jetzt, ich mache jetzt irgendwie Matrix-Style à la Neo. Toll.
das Blatt. Ah, schade, ey. Dieser Wallrun, der hat mich wirklich gerade getötet. Ohne Scheiß, Leute, ich muss noch richtig viel lernen in diesem Spiel. Es gibt keine Worte, um das so, Leute, das wär's dann eigentlich schon mit dem Video. Ich war jetzt nicht der Besteste, ne? Der Besteste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann nach unten. Und wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, was ihr von der Idee hält. Einmal mit dem Zusenden von euren Clips. Und dann natürlich noch mit der Steam-Gruppe, ob ihr noch dort irgendwelche Fragen habt, etc. Und dann würde ich mal sagen, ich bin jetzt auch weg. Tschüss, Sikorski. Yeah.